Jo, herzlich willkommen hier bei. Huch. Was habe ich jetzt? Huch. Okay. Nee, wenn wir hochspielen würden, das wäre mir aufgefallen. Also für diese Ansage. And the Oscar goes to. Zurück zu Space Engineers. Ich habe natürlich mal wieder ein tolles Auto kaputt gemacht und dafür muss ich jetzt natürlich. Auto. Ja. Triss kleiner Kompaktwagen. Hat er kaputt gemacht. Ach ja, nee. Ja. Aber Triss weint nicht mehr ganz so arg wie vorhin noch. Ja, Zwischen den das stimmt Folgen. allerdings. Ja. Der hat geheult und ich, Cosmo, saßen hier nur so. Oh. Ja, es war ein schwerer Verlust. Ich freue mich schon auf das Baufahrzeug, gerade wo ich hier so zusammenlöte. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Ich muss halt teilweise Blöcke schon irgendwie höher legen, weil der Boden dann durchglitscht. Da werden wir irgendwelche Aufstiegsräume machen oder so, ne? Oh, das Oder. Auto ist voll. Echt schon? Ja. Ist noch viel von dem Dings übrig? Was, vier? Ob noch viel von dem Fahrzeug übrig ist? Klar. Also, von dem Fahrzeug ja ein bisschen noch. Oh, Moment. Motivation, Triss, du wolltest viele Ja, Spieler. aber nein, wird mein Typ verlangt. Das ist grauenhaft. Alle Nerven sind mich. Jetzt weiß ich, wie man sich in einer Führungsposition fühlt. Ja, eben. Das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich habe dich ja nicht umsonst in der letzten Folge Chef genannt, ne? Es ist schon gut, ich kenne es ja auch, allerdings hauptberuflich zum Glück. Manchmal ist es schon so, naja, man lächelt und schüttelt den Kopf, aber sagt was ganz anderes damit aus. Ja. Ja, das stimmt, ja. Also deine Reaktion werde ich mir definitiv anschauen. Was? Chris, seine? Ja, mach das mal. Einem Hund das ganze Zeug hier drin teilweise noch. Füllt einen so zu. Ach ja, warte. Was ist denn los? Hallo, Chef, oh? Na, ich muss schon wieder eher. Damals beim Arbeitsamt, als du uns reingeholt hast, da warst du netter. Da hat er noch. Wie das mit Chefs halt nun mal so ist, ne? Da hat er noch gelächelt und hat gesagt: Herzlich willkommen in meine Kompanie. Kompagnons, hat er gesagt. Hab ich das. Und das war's für euch mit Hartz IV. Und wir so: Oh, nee. Schön. MC, was machst denn du denn noch? Ich versuche Sachen einzusammeln, die hier irgendwie im Boden rumfliegen. Ah. Ah. Pass auf dein Inventar auf. Immerhin versucht er Ressourcen zu sparen, Chef. Ja. Aber das ist auch bloß, weil ich ihm hier droht habe. Tot. Nachdem wir eine Folge sein Geheule hatten. Was? Komm, Triss jetzt, das Also. Geweine. Meine Mercedes kaputt! Nein, das hatte ich gehört. Also das wäre mir aufgefallen, wenn ich sowas gesagt hätte. Echt? Ja, ich doch, ich denke. Schöner wäre es gewesen. Ich kenne auch so einen alten Witz. Pass mal auf. Oh Stell dir vor, je. der Gosmer hätte angerufen, ne? Aha. Und er hätte so gesagt: Du Chefe, Chefe, großer Unfall, LKW ist kaputt. Ja, der Triss so. Ja, wie kaputt? Was ist denn kaputt? Ja, der Spiegel ist kaputt. Ach, nur der Spiegel. Ja, das geht noch. Wie ist denn der kaputt gegangen? Ja, LKW ist umgekippt. Das ist. Ja. Schön. Muss ich selber lachen. Schlag nicht mehr erzählen. Das Kann man wieder bringen. Haben wieder alle vergessen. Ich glaube echt, dass ich den noch nie gehört habe. Das war Das mir ist jetzt es. echt neu. Schön. Da haben wir was gelernt. Oh, Hunde. Achso, ich bin ja hier alleine. Nee, ich bin auch hier. Also ich Hä? versuch grad. Ich habe gerade die Hunde Ach, vom da Rover hinten bist weggemacht. du. Deswegen quietschen die Hunde. Das ist.
Ich dachte schon, die sehen mich nur und fangen schon an zu sterben. Oh Gott, Rossi, bumm, tot. Nee. Da kann ich dich beruhigen, so hässlich bist du dann doch nicht. Nee, ich meine jetzt wegen meiner, wegen meines männlichen und maskulinen Auftretens. Ach, natürlich. Wie schön man doch sein Selbstbild verzerren kann, nicht wahr? Musst du nur dann glauben, deiner Yogi. So, MC, kommst du her, oder? Nö, der hat keinen Bock mehr. Ist das Ding wieder leer? Nein, du sollst ja herkommen und es leer machen. Ach so. Natürlich, deine Arbeit. Das ist auch noch. Ja, ich fahr das Ding nur. Ja, nee, ist klar. Ist wirklich viel Strafarbeit gerade? Ja, du willst ja auch. Der, der das kaputt macht, der darf es auch wieder ganz machen, ganz einfach. Also, ich hab doch nur dabei lernt man gleich noch was. Naja, dann müsste dein Inventar ja auch mittlerweile auch voll sein. So, wie sieht denn das hier mittlerweile aus? Auch gut, noch nach gar nichts. So gut, dann brauche ich noch. Wie gesagt, ich kann da nichts für. Können. So. Wir haben ja jetzt quasi. Das sagen sie immer. Ich meine, aber wetten, wenn ich dich nochmal daran lasse, dann passiert genau dasselbe. Bitte was? Was macht ihr da eigentlich? Hab ich jetzt länger schon nicht mehr gesehen. Wir sind doch in einem Streitgespräch, wer jetzt schuld an der Misere ist. Ah, okay. Ist auch wichtig wegen der Versicherung. Ding dong. Was für eine Versicherung? Ding dong. Ding dong. Hast du schon wieder kein Hydrogen? Nein. Alter, bau dir doch ein paar Flaschen. Da sind aber zwei auch in der Medi-Station. Station. Na, nimm dir die doch, Mensch. Jo, das mache ich schon noch. Das machst du jetzt, sonst vergisst du es wieder. Okay. Also, was ich sagen wollte. Ja. Wir haben ja jetzt durch das Angleichen mit dem Boden haben wir quasi zwei Ebenen schon. Wir können ja dann die untersten Ebenen auch umbauen, weil da ein bisschen mehr Platz ist. Zum Beispiel für den Rover oder so als Garage. Mhm. Weil wenn ich hier gucke, wo blöderweise zwar der Strauch ist, aber hier passt der Rover einfach besser rein vom Platz her, denke ich. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und dann im oberen Teil beginnt dann quasi unsere Basis. Oh oh. Entschuldige nochmal, was? Ich habe nicht zugehört. Macht nichts. Was macht man denn, wenn man in so einem inneren Bereich ist, das Hydrogen alle ist, und man hier nicht rauskommt, um zum Beispiel an der Tür zu klingeln? Kriegt man da Hydrogen-Lieferservice? Ja, nee, also in erster Linie würde ich mal verhungern. Und was sich danach dann ergibt, naja, man wird sehen. Na gut, ich mach hier unten was auf. Ich geb dir mal was, sonst nervt er mich die ganze Zeit noch. Kannst du, ach ja, da. Boah, so groß sind die? Ja, kein Wunder, dass das Inventar leer voll ist, wenn du so. Ich dachte, nach dem kleinen Symbol dachte ich immer so. Oh, geht. Nein, hast du noch nicht aufgefallen, dass die Symbole alle so klein sind? Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass da wirklich hier so eine Gasflasche rauskommt. Ja, klar, was denn sonst? Wo packe ich denn das Zeug jetzt alles rein? Ja, in einen Cargo-Container. Da nicht, da warst du falsch. Oh Mann. Ach, herrlich. Oh Mann, das ist ja gut, leider. Muss ich, ach ja. So, MC, was machst du, wenn. Achso, nee, wenn du fertig bist, kannst du eigentlich mal einen Projektor aufstellen. Praktikant, echt? Du Junge, wenn du da Zeddy hast, ne? Der Papa hat Hunger! Ja, ich bin der perfekte Praktikanten-Schinder. Wir können das Ganze auch abkürzen, Schinder, Punkt. Naja, nee. So hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt. Doch, die meisten hast du schon ausgedrückt. Alter. Ach.
Was ist jetzt? Kommt Rotkäppchen vorbei, oder was? Ich brauch Uran. Uran. Also Urin hätte ich jetzt parat gerade. Nee, lass mal. Ich hatte doch mal jede Menge noch gemacht davon. Ah ja. Gut, ich lege ja eh erstmal, sag ich mal, das Gerüst. Apropos, du hast mir ja die Hygienflasche gebracht, sollte mal die anderen auffüllen fahren. und dann ist vielleicht das Mining-Baufahrzeug auch entsprechend fertig. Bin ins Loch reingefallen. Ich hab nur drauf gewartet. Ich auch. Ah, schön. Oh. Ach nee, was? Ja doch. Jetzt. Ach nee. Blöcke setzen hier erinnert mich ja gerade an ein anderes Spiel, was ich hier mache. Ja, so ist das manchmal. Du hast auch das gleiche Bausystem. Immer zwei Blöcke nacheinander, weißt du? Ja, doch, kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Gell? Ja. Gruselig. Sehr. Oh, verdammt. Huch. Was genau was? Tust du schon wieder? Ja, ich habe einen Creeper gehabt. Ah. Aua! Alter! Game over. Was? Echt jetzt? Ich bin beim Rückwärtsfliegen gestorben. Ich kann, ja. Warum fliegst du auch rückwärts so schnell, dass du dabei draufgehen kannst? Na, wie in Minecraft. Rückwärts gehen und Blöcke setzen. Verstehst du? Ja. War wohl keine so gute Idee. Da hat's mir gleich das Rückgrat zerfetzt, Mann. Oh, die Wand hat aber auch eine schöne Delle, du. Meine Herren, hab ich ein Rückgrat, du. Muss aber, wow. Hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja. Ach, Mensch. Einmal mit Profis arbeiten. Deine Zeit wird noch kommen, kleiner Yogi. Da kommt doch jetzt bestimmt wieder irgendwas, oder? Was? Nein, 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 alles gut. Okay. Wenn du fest, dass ich ja meinen Rucksack. Alter, mitpacke. Wieso sind hier 15 Tonnen Steine drin? Warum hast du die Steine mitgenommen? Aus Versehen. Du 15 Tonnen? Das ist dreimal ein volles Inventar. 18 Tonnen, viermal. Alter, pack die Steine hier raus, schmeiß die irgendwo in die Pampa. Die braucht kein Mensch. Erklärst du ihm bitte, dass die Dinge kaputt machen, wenn er sie droppt? Ja. Nicht, dass er die Steine rumschmeißt und. Also, ja, auf jeden Fall irgendwo draußen raus. Weil sonst. Deswegen war der Rover auch voll jetzt. Und darf ich extra wegen dir nochmal dahinter fahren? Ach komm, da hinten hat's dir doch gefallen. Alter, ich krieg die Krise einmal mit Profis arbeiten, nur einmal. Warte mal, aber das wünschst du dir jetzt schon zum zweiten Mal. Ja, irgendwie. Genau, ich würde es mir auch bei jeder einzelnen Sternschnuppe wünschen, die ich sehe. Wir fliegen ja bald zu den Sternen. Ja, genau, das ist es, ja. Wobei ich mir dabei mit euch nicht so sicher bin. Es dauert halt nur länger. Ach ja. So. Halt alle Blöcke fertig. Was bist du denn mit dem Schiffchen? Eigentlich soweit gleich. Alter, es passt ja super. Ich habe noch nichts geschweißt oder gelötet, weißt du, weil ich dachte, naja, ich leg zumindest erstmal. Dann haben wir nämlich Boden und den Grundriss quasi schon mal. Mhm. Dann geht's halt in die Höhe. Mhm. So ein bisschen Arbeit haben wir noch vor uns. Ja, gut. Ist ja so, nichts Neues. Scheint leer zu sein, glaube ich. Okay. Ich fliege dann gleich mit dem anderen Ding dahinter und mach den Rest weg. Jetzt kannst du einen Projektor aufstellen. Was war ein Projektor? Wie mache ich das? Du nimmst die Plattform für ein kleines Schiff und setzt sie mal oben auf die auf das Feld, wo das Schiff sonst immer gestanden ist. Da.
Möglichst weit links, wenn es geht. Gegen Hunde? Ah. Energieblöcke, gell? Was? Reaktor. Groß oder klein. Was? Nochmal, was sollst du aufstellen? Alter! Das ist schon ein bisschen happig, oder? Ich bin total gemüdet, sorry, Mann. Du Riss. Ja? Schau mal bitte hierher. Wo? Hier, wo ich stehe. Ja, wo stehst du denn? Hinter der Raffinerie? Ich kann ja auch eine Charakteranimation reinbauen. Der Gosmo muss dringend Stuben rein werden. Ja, wenigstens ist er dafür rausgegangen. Alter, was hast du gegessen, Mann? Oh, Burritos. Und kleine Menschen. Ah, du willst einen Projektor, okay. Sehr gut. Nein. Quatsch. Was war das? Was wolltest du nochmal? Ein Projektor, stimmt schon. Also gut. Projektor, gut. Und wo packe ich... Oh, hoppla. Okay. Da. Ach, das schon kaputt, bevor es aufgebaut hat. Oh, hoppla. Okay, also so wie ich das sehe, müsste das Ding mittlerweile eigentlich soweit fertig sein. Okay. Und wie platziere ich das jetzt? Du baust eine Plattform für ein kleines Schiff, möglichst weit hinten auf dieser Ebene, wo du drauf stehst. Also ein Fahrwerk für ein kleines Schiff. Drück mal G. Und dann hast du rechts unten drei Schaltflächen. Neues kleines Schiff, neues großes Schiff und neue Station. Okay, ja. Und da klickst du auf neues kleines Schiff. So, da müsstest du eigentlich so ein kleines Fahrwerk haben. Das kannst du jetzt hier platzieren, möglichst weit hier oder so. Nee, also möglichst weit platzieren. Am Rand. Ja, dann fehlt dir irgendwas. Muss mal gucken, irgendwo in deinem Bild sollte stehen, du brauchst das und das. Herstellungskomponente. Genau, dann hol dir die mal und dann brauchst du da so ein Ding hin. Okay. Wollen wir es wagen? Warte, ich will dazukommen. Wo ist denn der? Da. Oh, ich brauche noch eine Stahlplatte. Hast du zufällig eine Stahlplatte einstecken? Ja, bestimmt. Mach mal unten das Fahrwerk. C ist crouchen, ne? Ja. Mhm. So, müsste fertig sein. Okay, ja. Wunderbar. Dann. V. Und. Sieht interessant aus. Wo sind die Batterien? Kann man die. Da unten. Oh ja. Läuft. Natürlich noch nicht geladen, aber im Prinzip. So. Das sieht gut aus, aber ich glaube, mit Batterien sollte man noch ein bisschen warten, ne? Ja, weil wenn wir dann das Schweißen anfangen. Verbleibende Treibstoff 7 Stunden. Wenn ich Gas gebe, 3 Stunden. Ja, aber die Frage ist halt, wenn du anfängst zu schlagen. Ach, du hast ein Kombigerät, ne? Einmal schweifen, einmal abbauen, oder? Sehe ich das richtig? Okay. Halt die Frage, wenn du anfängst zu löten und zu. Und so. Ja, kann immer. Oh, sieht voll cool aus. Ich glaube, das braucht nicht viel. Da geht vorne ein rotes Licht an, dann auch. Ja, ja. Gerade mal überlegen. So geil das. Ah, und wieder mit Dockingstation natürlich. Ja, klar. So, ich würde erstmal schnell hinter zu. Ah, okay. MCs Unfallstelle fliegen und den Rest zusammenschleifen. Das geht natürlich was da rumliegt. Oh, warte mal, da komme ich mit. Einfach aus Neugierde. Okay, ich muss noch ein bisschen was an den Schubdüsen rückwärts machen. Das sind zu wenig. Ah, hier links, ne? Da Projektor hockt drauf. Bin schon da. Okay, dann baust du noch einen Reaktor an. Noch einen. Also ein Reaktor. Ja, viel ist es ja nicht, ne? Ja. Nee. Da gibt es vielleicht Komponenten, wo du nicht so gut dran kannst, aber mal gucken. Ich bin ja auch da zur Not. Ah, aber Inventar vollbringt also gar nicht. Obwohl, ich könnte es ja da reinpacken schnell, ne? Guck mal in die Reaktoren hier, die hier rumliegen, bitte, und nimm das Uran daraus. Ach so. So, ist drauf. Okay, da nimmst du jetzt Uran aus der Fabrik. Kann ich nicht öffnen? Aus der Raffinerie. Ach da. Also 1 Kilo oder so, das reicht. Und steckst das da rein? Okay, das war der. Oh, noch ganz kurz. Komm her.
Was? Uran war das, ne? Ja. Von dem einen, wo ist da die Öffnung? Müsste auch vorne sein. Ach, der ist wahrscheinlich kaputt, deswegen kommst du noch hier ran. Ah, okay. Naja. In dem einen Reaktor ist noch was drin. Leider. Ja, mein Gott. Der backt einen Stein rein. Voll lustig aus. Oh! Das ist ein Hund durchs Bild! Ja, ist mir auch gerade gerade gesehen. Okay, das läuft schon mal ganz gut. Mhm. Und den komm ich mal aufpassen mit dem Schiff. Oh, hier liegt das, ist Uran, geil. Ah, heb's auf. Ja, hab ich. Hier liegt auch noch jede Menge Zeug rum. Heb das mal bitte auf, bevor ich... Was, soll ich Steine mal wegräumen oder was? Nee, da liegt noch so. Zeug rum. Wenn ich rankomme, das ist immer das Problem. Na hier, direkt hier. Hä? Ach, das meinst da, du? Ja, das kannst du direkt aufsammeln. Ja, mein Inventar ist aber voll, warte mal. Achso. Okay, ja, pack's bei mir rein. Ja, hatte ich ja vor. Hm. Hinten pack ich's dir rein, ne? Ja. Klingt irgendwie falsch, ich wollte es gerade sagen, aber... So, außer die... ich habe auch wieder Steine versehentlich mitgenommen. Das passiert auch so schnell. Mhm. So, pack jetzt alles mal einfach rein, außer die Steine natürlich. Die schmeiß ich mal schnell irgendwie weg. Ist gut. Steine droppen. So. Drops. Also ich glaube, ich bin echt übermüdet. Wie kann ich jetzt wieder mein Mann, jetzt habe ich wieder so einen Stein mitgenommen. Nein. Kann ich den vielleicht wegschleifen? Steine. Oder die Gegenstände. Nee, geht nicht. Nee, ich glaube, da spielt schon einen Unterschied, was man wegreifen muss und was nicht. Aua. Oh, entschuldige. Hä? Warum? Hä? Ja, ich bin hochgeflogen. Das waren meine Düsen wahrscheinlich, die da gestartet haben. Ah, okay. Nee, es hat mich nur nach unten gedrückt. Ach so, ja, okay. Was? Ich frage mich immer noch, wie ich von meiner Tasche aus das Zeug wieder in der Hand nehmen kann. Also wie jetzt zum Beispiel das Schleifgerät. Nee, wie kommt das schlecht? Du hast eine Toolbar. Da sollte das eigentlich gehen. Ja, aber das ist ja das G-Menü. Und damit muss das ja machen. Ach so, ja, klar. Ja, wenn du andere hast, andere Werkzeuge, klar. Dann drückst du G. Mhm. Und suchst du da deine Dinger raus, die du brauchst. Ich müsste bei dir noch was reinlagen. Ja, klar, lad rein. Mhm. Mach ich. Warte. So. Halt still, ich schieb jetzt was rein. Ja. So. Ja. Mach nur. Ach, der ist ja ganz tiefenentspannt. Oh Mann, das Problem ist halt immer, wenn du irgendwo F drückst, du hast sofort einen Stein drin. Egal, ob du den anfixiert hast oder das nicht. Das ist echt ein bisschen tricky. Oh, ich könnte jetzt auch fies sein, über den Triss und dann so ein 4-Tonnen-Stein. Warte mal, ich park hier mal eben. Okay, jetzt komme ich hier überall ran, bis auf das... Ah ne, wir haben alles, oder? Hast du alles? Da liegt noch ein großes Rohr. Ja, ein großes Rohr liegt noch. Ah, das kann ich natürlich nicht aufnehmen, aber warte mal, vielleicht habe ich wieder einen Stein drin. Yo. Die sind doch schwer, da kommen schon wieder Hunde aus dem Rande. Okay, warte. Mann, ich will nur den Stein! nicht den Stein, meine ich. Und ich höre auch gerade einen Hund. Ich hab. Wo ist denn der? Einmal um die Basis fliegen, irgendwo turnt der rum. Ja. Was ist das denn? Hä? Oh, hier fliegt nur ein Stück Steintextur. Ja, ganz, lass fliegen. Ganz kleines Stück. Nein, ich nehme jetzt den Pressdorf nochmal und mach den weg. Von mir aus. Das ist wahrscheinlich das Stück, an dem er hängen geblieben ist. Weißt du so? Aber werden drei fette Steine draus. Das war die Demontage. Ah ja, MC ballert hier rum. Ich mach grad Hunde hier. Was? Ja. Ich mach die immer mit der Flex mittlerweile, habe ich mich voll dran gewöhnt. Ja, ich mach das jetzt auch so. So, und jetzt könnte man ja theoretisch dann das Ding entladen, aber die Stahlplatten vielleicht nicht und dann bauen, ne? Ja. Kann man. Warte mal, ich pack das nochmal eben. Muss irgendwas repariert werden. So, lass mal die Batterien noch mal ein bisschen laden. Genau, ich mach mal gleich noch ein Blueprint von dem Ding. Ja, bitte. Das ist eine gute Idee, Triss. Schon, gell?
Warte mal, ich nehme mal die Flex, da ist noch irgendwo ein Hund. Ja. Was? Wo sind meine anderen Blueprints hin? Ach so, da sind sie. Okay. So. Was nun? Warte, ich packe dir da gleich einen Blueprint rein. So. Und dann kannst du anfangen. Nehmen wir aus dem Ding mal alles außer die Stahlplatten und Metallgerüst raus, ne? Mhm. Soll ich das Uran wieder in den Reaktor oder lassen wir es draußen? Aus dem Fahrzeug. Eigentlich egal, ne? Wie, welchen Reaktor? Hier in den Basisreaktor. Soll ich das da zwischenlagern? Ja, kannst du reinstecken, ist eigentlich egal. Da ist eh dann genug drin. So, gut. Gucken wir mal. Eine Menge Metallstoffe auch dabei. Ja, du warst ja recht spartanisch hier. Wer? Ich? MC. Achso. Ich hab ganz Boden verlegt, Alter. nee, aber da sag ich nichts. Das sieht echt nach guter Arbeit aus. Interessant MC, ist nur, hast du noch Stahlplatten dabei? Nee, warte mal. Ich frage mich nur, woher diese ganzen Schäden? Ja, Stück. Okay, dann bau da mal noch, mach mal 5 Blöcke oben drauf. Blöcke, was für Blöcke? Na, ganz normale, leichte Panzerung. Also gepanzerte Blöcke, ja? Nein, leichte Panzerung. Leichte. Oh, bin ich jetzt blöd? Drück mal G, ist gleich links oben der erste Block. Leichte Panzerung. Mhm. Hä? G? Hä? Alle Blöcke, links oben, der erste Block. Ja, also leichte Panzerung, Block. Ja, sag ich doch. Ein Block habe ich jetzt, ja. Ja, da baust du jetzt einen Turm drauf. So, was weiß ich. 2, 3, 4, 5. Ja, mach mal 5, wenn du genug Stahlplatten dabei hast. Ja, wenn das da oben mal anheften bleibt. Huch. Du Scheiße. Ja! So. War hier unten irgendwo eigentlich dran? Mach doch erstmal 5 Gerüste aufeinander und schweiß sie dann zusammen. Mein Rover ist kaputt. Hä? Also vorne ist Rad halt. Ach so. Und das hat die Seite auch. Da ist irgendwas reingekriegt. Ja, aber ich habe auch überall Mauerschäden. Die Hunde sind doch ganz schön, also, ne? Okay. Dafür, dass es ja eigentlich jetzt schwere Panzerung ist. Ja. Weil das fliege ich auch rum, ehrlich gesagt, gerade. Repariere da noch ein bisschen was. Da. Okay, das ist interessant. So, gut. Pass auf, jetzt setze ich dir da einen Blueprint rein. Baupläne. Spheric Miner Mark 3. Okay. Alter, wir haben echt keine... Ja, uns fehlen Rohstoffe. Was fehlt denn? Eisen und Nickelbarren. Schön. Echt jetzt? Ja. Sind da nirgendwo mehr welche drin? Weil im Cargo-Container... Also Nickel wird noch gemacht. Cargo ist keiner drin. Nickel ist ja in Arbeit, das ist kein Problem. Ja, da Raffinerie. Ein kleines bisschen Eisen haben wir noch, das reicht aber bei weitem nicht. Ja, Eisen wird ja noch durch Müll produziert, ne? Mhm. Genau, aber da kommt auch nicht mehr viel bei rum. Nee. Ja, da muss man Eisen holen. Weil ich hatte ja für, also ich bräuchte halt noch Stahlgitter dann. Na gut. Ja, muss man erstmal das Construction Ship wieder zusammenbauen. Eieiei. MC, wie viel Uran habe ich gesagt, sollst du holen? Weiß ich nicht. Ein Kilo? Ja. Warum liegen in dem Ding 12,5 Kilo drin? Das war alles an Uran, was da war. Das sind 12,5 Kilo. Ja, Mann! Ich sag doch, ich bin total übermüdet. Du sollst nicht alles rausholen. Wir machen das jetzt ein. Also, wir bauen das Ding am besten in der nächsten Folge. Warte mal, ganz kurz. Vorschlag. Wir bauen das Ding in der nächsten Folge dann komplett fertig, oder? Ja, ich denke schon. Zu dritt, damit wir direkt Eisen holen können. Ja, klingt gar nicht so schlecht. Weil, ja. Weil sonst ist doof. Ja, immer diese Überlängenfolgen. Ja, naja, hat's halt so an sich, ne? Das ist ja hier wie. Ja? Ja, gut, machen wir so. Okay, würde ich sagen. Jo.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ciao. Schlaf gut. Ciao.